Servus und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast. Wir machen nahtlos weiter. Ich bin jetzt gerade in so einem schönen Aufnahmeflow. Die Folge werde ich auf jeden Fall noch dranhängen an die vorherigen aus der Cyborg-Saga und der Bardock-Saga. Welcher Tag heute ist, brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht mehr dazu sagen. Zum Labor, Dr. Gero gegen Krillin. Wir kämpfen als Gero und das finde ich doof. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich doch diesen Kampf nicht gemacht. Naja, gut. Müssen wir durch. Auch die unschönen Kämpfe gehören zum Story-Modus dazu. Man hätte das aber schon anders machen können. You obnoxious insect! You don't even have enough energy to bother absorbing. Darn it, I'll make you sorry you said that! Oh, I think it's time I went ahead and crushed you. Na, hat der Krillin eine dicke Lippe riskiert? Wir werden es gleich wissen. Dr. Gero jetzt ohne Hut, aber wieder mit voller Energie. Oh, der war schlecht. Okay, ich muss die Experimente lassen. Ich wollte euch jetzt doch noch den Wurf zeigen. Ich muss mal gucken, ob ich das so irgendwie hinbekomme. Ach, jetzt wirft er mich. Ja, das ist ja scheiße. Komm, dreh dich, zwirbel dich und dann holen wir uns den Kollegen. Ich finde es immer doof, wenn man auf der schlechten Seite kämpfen muss, aber gut, so ist es dann halt. Darn you! Mach den Wurf, Gero, mach ihn doch. Ich muss mal kurz ein bisschen für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Ach, ist doch zum Haare rauf und zum Mäusemelken und zum Hundebraten. Jetzt machen wir hier weg da. So. Ach, der Wurf war das gar nicht. Das war die individuelle Technik. Sorry für diese Fehlinformation. Friss. Ach, das ist nur so kurz. Jetzt super. Wieder ein Reichweitenproblem hier. So, der war doch nice. Den Ultimativen kriegen wir jetzt nicht hin, wir haben zu viel Energie verbraucht. Aber wir sollten den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Ich erwarte jetzt nichts mehr an Überraschungen, ehrlich gesagt. So, aber wir können den Ultimativen gerne benutzen. Wenn er uns lässt. Wir sind nämlich schon wieder ein bisschen weit weg. Wir müssen nämlich für den ultimativen Angriff sehr nah an ihn ran. Und schon war es das mit dem Ultimativen. Laden wir uns nochmal auf. Vielleicht wird es ja noch was. Oder auch nicht. Da möchte man hier so einen schön abwechslungsreichen Kampf draus machen. Und Krillin lässt uns nicht. So, jetzt aber. Dankeschön. Now die. Tschüss. But there's no need for me to kill myself. I'll give you a little longer to live. No need to thank me. It's only a matter of time for you. Actually, Dr. Gero ist ganz schön gemein, finde ich. Muss man schon mal bemerken. Aber für diesen Punkt haben wir auf jeden Fall diesen Kampf jetzt hinter uns gebracht. Ich bin tierisch froh und ich hoffe, dass wir den nächsten Kampf nicht mit Dr. Gero ran müssen. Aber ich glaube nicht, der ist uns jetzt dann ab sofort erspart, glaube ich. Der zweite Kampf der Episode heißt Nummer 17 und Nummer 18 erwachen. Der Kampf gegen Dr. Gero. Ich glaube, wir dürfen tatsächlich zu zweit... No, nur Nummer 17 ist ja super. Aber das reicht auch. Das reicht auch dicke, glaube ich. Sollten wir hinbekommen. Die zwei Cyborgs sind die, mit denen man wirklich angenehm kämpfen kann. Also da hat man eigentlich keine Probleme, haben aber leider die gleichen Nachteile. Now, number 17. What are you doing?
I'm done sleeping, old man. Denn auch diese Cyborgs können sich nicht aktiv aufladen. Stop joking around! Go and defeat our enemy! Shut your trap, Grandpa. We'll fight them when we're good and ready. What did you say? Forget it! Das Schöne ist, die haben Schutzschilde. Ich werde jetzt dann auch mal auf den Ultimativen schon hinarbeiten. Also kriegt ihr jetzt ein bisschen Prügel und dann laden wir uns mal auf. So, einmal aufladen. Geht auch ein bisschen schneller. Photonenblitzschlag, auch nicht übel, aber auch wieder so eine, ja, dicht hinterlegte Animation halt, ne? Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. So, und das dürfte jetzt dann auch gleich gewesen sein. Er wehrt sich. Ah, das war's. You insolent pile of junk! Da hat er wohl den Müll rausgebracht, der liebe Nummer 17. Und Dr. Gero ist ein für alle Mal Geschichte, zumindest für diese Serie. So, schön sammeln. Und wir sind zurück auf dem Übersichtsbildschirm. Der dritte Kampf, schön und stark. Nummer 18 hat keine Schwächen. Wir kämpfen mit Super Saiyajin Vegeta gegen die schöne Nummer 18. Mal gucken, wer da den kürzeren zieht. Ja, der dritte Kampf dieser Episode hat es durchaus in sich, aber nur weil sie blonde Haare hat, hat das nichts mit ihrer Stärke zu tun, aber irgendwie dann doch. Saiyans are far too confident in their abilities. You are all fools. Your pride will only make your downfall come sooner. You sure talk a lot for a stupid doll. I'm going to break you to bits. Who's first? Fine, I'll fight you. Just so you know, I won't be holding back because you're a woman. Then again, you're an android, so you're not really a woman anyway. Das ist ein durchaus triftiges Argument von Vegeta. Wir fangen hier gleich mal ordentlich an. Nach dem Zwirbeln kriegt sie noch ein paar serviert. Und dann auch noch einen Gallic und wir machen uns gleich mal wieder vom Acker. Power is quite different from the information Dr. Gero supplied us. I take it you can do better than that. But if I attacked you as hard as I could, the Earth would be destroyed. I've yet to fight for real as well. Well, then don't hold back. You are so going to... So. Let's get this over with. Sollte eigentlich auch kein großartiger Akt werden, der Kampf. Your opponent's not doing too badly. Sonic Gun! Wollt euch jetzt mal die Neigungen zeigen, weil ich jetzt wieder rausgefunden habe, wie die gehen. How's that? Well, you're actually pretty good. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich auch entsprechend angegriffen werde. Tschüss. So, wir sind auf jeden Fall in Führung. Gewesen. Oh, coole Attacke. Die hatte er vorhin, glaube ich, noch nicht, ne? If you wanna run, I don't blame you.
Run away, why would I do that? Just so you know, I'd rather die in battle alone. Join forces with Kakarot and those fools! Then you'll keep fighting? Of course! That's more like it. What? Why are you wasting so much time? Your opponent's pretty so. Sie regeneriert auf jeden Fall nicht, das ist schon mal nett. How's that? How much longer are you gonna toy with him? Drückt jetzt einen kleinen Urknall noch hinterher und dann dürfte es auch schon fast vorbei sein. Ich bin mir jetzt schon wieder nicht mehr sicher, ob das der dritte Kampf der Folge ist. Man kommt so aus dem Tritt, wenn man mehrere Folgen nacheinander aufnimmt. Aber das dürfte es gewesen sein. Your opponent's not doing too bad. Darn you, shrugging off my attacks like they're nothing. So, damit wäre das auch erledigt. Wir haben sie zwar besiegt, aber irgendwie halt auch noch nicht. That's the story. So, schön einsammeln. Ja, das müsste jetzt der dritte Kampf gewesen sein, ne? Weil wir haben hier angefangen. Ich zähle nochmal durch. Ich zähle jetzt nochmal durch in Ruhe. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Und dann hier 1, 2, 3. Jawohl, das war's dann mit diesem Part. Tschüss. Na, okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Und während meine Stimme jetzt so ein bisschen nachlässt, freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Bis denn und Servusle.